So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem mal etwas anderen Video. Und zwar zeigen wir euch heute ein paar Shuffle Moves für die Leute, die Shuffeln lernen wollen oder keine Ahnung, die schon ein bisschen können oder nicht wissen, wie der Move geht. Genau, dachten wir uns einfach mal, ja, wir probieren euch das Ganze jetzt mal zu erklären. Wenn euch das Ganze gefällt, schreibt es in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da, dann bringen wir noch neue Shuffle Moves oder andere, genau. Und dann fangen wir direkt an, würde ich sagen. So Leute, wir zeigen euch jetzt den fortgeschrittenen Running Man. So Leute, der Dani macht jetzt mal den nächsten Move. Werdet ihr gleich sehen, was es für einer ist. Der ist am Anfang ein bisschen komplizierter, aber ihr kriegt es schon hin auf jeden Fall. Ihr müsst so dann auf jeden Fall gut zuschauen und es dann einfach mal gut üben. Für die, wo es üben wollen. Genau, der Dani legt jetzt mal los. Jetzt werdet ihr sehen, was man da noch dazu machen kann bei dem Move. Ist eigentlich auch ganz einfach. Das wird der Dani jetzt auch wieder ein bisschen langsamer erst am Anfang zeigen und dann halt ein bisschen schneller. Und dann könnt ihr das halt immer so variieren. So Leute, jetzt kommen wir auch schon zum dritten Move und ja, das ist eigentlich, der ist fast ähnlich wie der erste, nur ein bisschen anders ausgeführt und ja, Sandro zeigt euch jetzt wieder.